feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Dead Space hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wenn ich jetzt das Pausenmenü verlasse, dann werde ich da angegriffen. Wir haben in der letzten Folge, ja, wollten wir uns eigentlich die Gewebeproben scannen gehen, aber uns hat unterwegs quasi die aktuelle Hauptquest aufgehalten. Wir sind jetzt quasi in so einer Bowl drin, da müssen uns da jetzt erwehren unseres Lebens. Das machen wir jetzt zuerst, was du mal fortsetzen. Muss er weg? Ja, folgt euch. Hinter mir. Ach so, ein Nein! Wir waren nicht raus. Das war knapp, aber wir haben überlebt. Quarantäne aufgehoben. Alter, habe ich jetzt geschwitzt? Ohne Witz. Das war alles hart, ey. Gucken wir doch mal den Loot. Haben wir unser gutes Medikit eingesetzt, auszusehen im Kampf. Da sieht's so aus. Okay, wir können mal kurz umrüsten. Die Waffen nützen uns auch gerade im Moment nichts. Da ist nicht mehr viel da dafür. Haben wir noch ein bisschen Laserkanone erreicht. Ich denke mal, wir werden die auf da hinpacken. Hier nachladen. Hier nachladen. Okay. Da kommen wir durch. Aber ich weiß nicht, ob wir ganzen Loot haben. Was ist das hier? Vorladestation. Ne, das machen wir jetzt nicht. Wie gesagt, wir machen jetzt auf die Nebenquest. Das heißt, wir müssen da lang. Mannschaftsraum, wir müssen zur Krankenstation. Im Endeffekt. Ich habe die wahrscheinlich ein bisschen zu lange ignoriert, die Nebenquesten. Und deswegen sind die jetzt aufgelaufen. Das war knapp. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so viel überfällt. Da ist eine Bank. Und ein Store. War nicht auch eine Bank? Da ist ein Speicherpunkt. Doch, der wäre auch eine Bank gewesen. Ich brauche die Bank zum Upgrade reindrücken, ne? Oder sind Credits zum Verkaufen? Wertvoll. Das ist Upgrade. Den Rest behalte ich jetzt erstmal. Kann auch keine Knoten reindrücken. Irgendwo war doch so ein Dings, ne? Warte mal, ich speichere hier mal ganz kurz. Aber wir mal so lange nicht mehr gespeichert haben. So, und da sind wir vorhin hier durch, ne, glaube ich, oder? Zentraler Nexus, genau. Ich glaube. Ach, das ist der Fahrstuhl. Aber wir werden unterwegs noch eine Bank finden, denke ich mal. Wir müssen jetzt hier ja. Gewebeprobe scannen.
Monorail. So, dann auch zur Krankenstation. Wow. Krankenstation. Okay. Warum auch immer. Jetzt nicht mehr. Warum ist der Buggy? Nächster Halt Krankenstation. Also ich will's hoffen für euch. So. Hier sind was zum Speichern. Wir haben aber eben ausgespeichert. So, hier muss man lang zur Sicherheitsstation. So, wird auf jeden Fall ein Encounter geben, so aussieht, das wird nicht kein Spaziergang. Da ist wieder ein Store, wir brauchen eine Bank unbedingt. Aber zum Speichern. Ach, die Tür, alles klar. Das war mit So. Hier ist der Rollstuhl. Sind wir jetzt bei hier Resident Evil oder was? Resident Evil 7, da stand auch überall der Rollstuhl rum. Hauptlabor. Gehen wir richtig? Ja, wir gehen richtig. Okay, es sieht relativ sicher aus hier drinnen. Sagte er und starb. Was ist hier los? Krankenstation. Hauptlabor, brauchen wir eine Bank? Das darf man nicht vergessen mit der Bank. Wir müssen nach unten. Das Stasi-Station. Kann man aufladen. Wenn es nicht kostet. Hä? Gewebeprobe benutzen. DNA-Analyse wird gestartet. Übereinstimmung gefunden. Brand okay. Harris, Abbaumitarbeiter. Aegis 7. Eingetragener Arzt. Dr. Chalice Mercer. Warnung. Schwere DNA-Anomalien gefunden. RIP-Tracking ist verfügbar, um mögliche Ansteckungen zu verfolgen. Autorisieren. Harris, was hat Mercer Ihnen angetan? Autorisieren. Synchronisierung der Referenzpunkte mit dem RIP-Sender. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit. Gerne, gerne. Ich finde Harris Pell auf der Intensivstation. Okay, da geht also weiter die Quest, die Nebenquest. Ich hoffe, wir werden am Ende dann den töten können. Den alten Schlawiner. Die Frage ist, ob es hier noch Loot gibt, den ich auch gesehen habe. Da ist eine Stufe 3 Kiste. Stufe 3 Raum. Dann den wir vielleicht mal schnell aufsuchen. Ist der Fahrstuhl hier durch. Ohne Bank, endlich. Yeah, upgrade. Ja, Mann, annehmen. Energiekanone. Sehr gut. Was haben wir denn? Gravitationsfeld verursacht mehr Zeit. Größerer Radius.
Gravitations, ich wusste gar nicht, dass die Gravitations, aber wahrscheinlich, ja. Hier ist der nächste Schaden. Dann würde ich sagen, hier Kapazität und Schaden. Ja. Dann haben wir noch zwei übrig. Würde ich was anderes noch nehmen. Vielleicht. Den Ripper. Gab es da noch was mit Schaden vielleicht? Da oben Kapazität und Schaden. Das finde ich gut. Der Ripper benutzen wir oft. Haben wir da, ach, der ist noch nicht alles an Schaden, oder? Hier da unten ist noch einer mit Schaden. So, beim nächsten Knoten machen wir dann die letzten Schaden am Ripper. Wir benutzen den Ripper ziemlich oft. Und deswegen ist das gut. Upgrades gemacht. Sehr gut. Das fand ich allerdings bei Dead Space bei Dead Space 3 fand ich es auch besser, ehrlich gesagt. Weil da konntest du Waffen mal wirklich selber modifizieren, umbauen, so wie du es wolltest. Ich speichere mal kurz hier. Haben wir einen neuen Kapitel, sag mal. Das Kapitel, nee, immer noch Tag der Abrechnung. Gerade mit, darf ich verlesen gerade. So, wir wollten hier lang, wir wollten in den einen Raum, da gibt es so einen Raum. Stufe 3 Raum. Shit, Mann. Habe ich viel zu viel Munition verbraucht? Das wollte ich gar nicht. Ich werde den Ripper nehmen sollen. Ich war mir nicht sicher. Wenn die nämlich gepanzert sind, dann. Wenn die gepanzert sind, dann nützt der Ripper nicht viel. Dann dauert das ewig, bis die zurückgestunt werden. Ja, vorne nach links und dann nochmal links. Und dann sind wir bei dem Raum, wo ich hin wollte. Hier, Stufe 3. Freigabe bestätigt. Waffen-Upgrade. Laserkanonen-Upgrade. Nehmen wir natürlich gerne mit Kurzhand. Medikit Pros. Credits. Muss man jetzt eigentlich nochmal schnell zurück zur Bank, weil sonst, weil da ist so selten die Banker. Banken. Das. Aber ich glaube, das ist eh unser Weg, ne? Nicht ganz, ne? Aber wir gehen trotzdem nochmal schnell zurück. Und da klatscht nur schnell das Upgrade rein, damit ich es nicht rumschleppe. Ja. Ein Knoten. Wollen wir beim Ripper wollten wir das reinstecken in den Knoten? Genau. Sehr gut. Fast komplett aufgebaut den Ripper. Hätte nur noch die Spezialsachen. Winkelwerfer und Umlenkkante. Haben wir uns überlegen eigentlich. Der, wir benutzen den relativ oft, wie gesagt. Weil umso besser der ist, umso besser ist das für uns. Ich speichere jetzt nicht nochmal. Obwohl, eigentlich sinnlos, das nicht zu speichern, gell? Also kommt noch eine kleine Speicherung und dann geht es aber wirklich weiter mit dem Quest. Wir verschwenden viel zu viel Zeit schon wieder. Bei unserer, meine Aufnahmezeit ist bald vorbei, dummerweise. Dann muss ich erstmal in ja, Real Life und so. Weiß nicht, weil ich zur nächsten Aufnahmesession komme. Muss meine Zeit da ein bisschen verteilen an der Stelle. Wir haben im Moment viele Spiele offen. Und viele Spiele, die ich gerne noch spielen würde. In dem Raum waren wir schon, also hier kann eigentlich kein Loot mehr sein. Also wir haben den ja übersehen. Hier hoch, oder? Ja. Hol den Marker zurück, ne? Das ist eine falsche Quest.
Hat schon die falsche Quest markiert, sehr gut. Wir müssen zu Harris Bett in der Intensivstation. Das ist aber derselbe Weg. Sanitätsdusche. Ist kein Loot, oder? Den ich übersehen habe? Nee. Wir gehen mal davon aus, dass wir kein Loot übersehen haben, einfach. Weil sonst müsste ich jetzt jeden Raum nochmal untersuchen. Und das wird dann noch länger dauern. Hauptlabor. Wieder Rollstuhl. Kurzschalter. Ich fühle mich wirklich ein bisschen wie bei Resident Evil 7. Wer da Bock drauf hat, der kann das natürlich gerne gucken. Bei mir auf dem Kanal Resident Evil 7 haben wir fertig gespielt. Sehr gutes Spiel. Nein! Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Wo denn? Hat geklappt. Der Ripper ist ja richtig krass. Aufgehoben. Danke fürs Gespräch, Spiel. Alter, ich schwitze. Ich habe überall Schwitze schon wieder. In jeder Ritze habe ich Schwitze. Gar Folgentitel. So, muss ich lang? Habe ich noch Minis? Nö, habe ich Stase-Dinger, die kein Mensch braucht irgendwie. Nutzen die viel zu selten, die Stase-Scheiße. Stase-Scheiße. Überall den Loot rausgedrückt. Ich guck noch mal ganz kurz, ob wir da Loot übersehen haben. Das Spiel ist zu. Loot ist zu sehr zu wertvoll. Okay. Okay, finde Harris Intensivbett. Aua, 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 das war zu nah. Müsste es hier sein, ne? Ja. Da sind noch verschlossene Schränke, wie es aussieht da drin, ne? Ab durch die Notaufnahme. Nein! So, kurz mal aufgebaut. Überall Schwitze in jeder Ritze. Hier leuchtet irgendwas. Ja, hier. Freigabe bestätigt.
Level 1, Alter. Hab ich hier ganz am Anfang noch nicht gehabt, Level 1. Hier auch nochmal. Level 2. Bestätigt. Schön. Blut ist gut. So, laden wir mal hier nach. Ripper hat aber nicht mehr viel Munition, dummerweise. Okay. Da muss man lang. Wir versuchen jetzt natürlich erstmal die Nebenquests zu machen. Es sind noch ein paar Nebenquests, die noch offen sind. Und die würde ich gerne machen. Audio-Log. Logbuch der Chirurgie, Dr. Challenge Master, Experiment 5 zur Gliederregeneration. Diese Kinder des Markers, Kainz Necromorphs, haben mir alles nötige Material geliefert. Und die Überträgervariante hat eine wichtige Erkenntnis gebracht. Die Implantation des Materials direkt ins Gehirn führt zu optimalen Ergebnissen. Dazu muss natürlich das Stirnbein durchbrochen werden, direkt über der Glabella. Keine Sorge. Ist alles steril. Ja, krankes Schwein Experimente gemacht. Die Frage ist, warum das Audiolog da noch rumliegt. Haben wir das etwa vergessen? Vergesse nie in ein Gesicht. Muss auf die Karte gucken. Da ist ein Speicherpunkt. Das ist zum Abspielen. Das ist wahrscheinlich ein Speicherpunkt. Mörsers Revier. Ort hier. Scharnier, Mörsers Scharnier. Textlog. Paris Entscheidung, Patientenbuch, Dr. C. Mercer. Zweiter Wissenschaftler auf Tier. Geräusche hier, Alter. Patient Harris, deshalb schreiben Sie das auf. Dr. Mercer, die Kirche wird mir später danken. Dr. Mercer, ich höre es auch, Mr. Harris. Andere empfinden das Signal des Markers als Belastung, aber für mich ist es inspirierend. Neue chirurgische Methoden, neue technische Entwicklungen, Dr. Mercer. Schade, dass ich die tiefsten Nuancen nicht so gut erfassen kann wie Sie. Patient Harris. Sie meinen die Codes, aber die Stimmen, die so gern gehört werden möchten. Patient Harris, hungrig wie die Sterne. Dr. Mercer, ja. Und diesen Narren wollten Sie heilen. Dr. Mercer, Sie haben göttliche Einsichten, Mr. Harris. Und ich kann sie interpretieren. Dr. Mercer, die tiefsten Geheimnisse des Markers, die Konvergenz, sogar das Kollektiv selbst könnte uns gehören, wenn Sie mir vertrauen. Patient Harris, Gott spricht durch den Marker. Er muss gehört werden. Aber ich kann es Ihnen nicht vermitteln. Ich versuche es, aber es entgleitet mir, als ob es hinter meinen Augen feststeckt. Dr. Mercer, und die beste Methode hätte fatale Folgen. Es sei denn, Mr. Harris, kennen Sie den Begriff zelluläre Regeneration? Okay. Also, der hat den umgewandelt in einem Experiment. Der war genauso irre wie der Mörser selber. Hier oder was? Ah. Jetzt nimmt es auf. Sehen Sie bitte hoch. Nur noch ein kleines Stückchen Knochen zwischen uns und den Geheimnissen des Markers. Ganz ruhig. Es wird nicht wie auf LG 7 und der unschönen Sache mit der Krankenschwester. Sie war keine Krankenschwester, als ich das tat. Die Erledigung im Erzlager, die ich übernehmen soll, wird den Arbeitern nicht gefallen.
Sie sind wahrscheinlich genauso engstirnig wie die Arbeiter in der Kolonie. Sie quälen Menschen, weil sie ein wenig anders sind. Haben Sie es nicht verdient, ordentlich erschreckt zu werden? Ja, das stimmt. Ich bin bereit. So, dann sind wir am Ende von der Folge angekommen. Blöder Cliffhanger. Mal sehen, wie wir es dann schneiden. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.